Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Sandbox-Mode. Wir haben hier in der letzten Folge den Berg hier gebaut, um jetzt einmal zu sehen, ob wir da nicht irgendwie einen Weg drüber kriegen, mit dem ich dann hier die Schienen überqueren kann. So, schauen wir mal, wie wir das machen. So, Wege. Ich weiß nicht, ob ihr es gestern gesehen habt. Es gab ja ein Update von Planet Coaster. Machen wir das hier noch so und dann aufwärts. Muss gerade mal schauen, wie ich das hier mache. So. Machen wir das mal. Jetzt müssen wir gerade mal noch den ein wenig drücken. Genau so. Dann können wir schon hier mit dem Weg weitergehen. So. Das Gelände ist zu uneben. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Nee, Moment. Den sowieso nicht. Den da. So sieht das doch gar nicht mal schlecht aus. Und dann machen wir das nämlich hier so. So. Doch, so ist das, denke ich, ganz gut gelöst. Terrain. So. Hier kommen wir, glaube ich, nicht viel höher. Weil der Weg da ist. Aber das kriegen wir noch wieder ausgeglichen mit Steinen. So, machen wir das hier auch mal ein bisschen. So. Schade, dass das nicht näher an den Weg rangeht. Das wäre absolut genial, wenn das funktionieren würde, dass man da dichter dran kommt. So. Ist natürlich felsig. Ist ja Berg. Achso, was ich genau. Ich weiß gar nicht, ob es, weiß gestern, falls es jemand verpasst hat, gestern gab es eine Folge mit zu dem neuen DLC, was von für Planet Coaster rausgekommen ist.
ein Grusel-DLC. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht, weil es so schlecht ist, sondern weil es Gruselelemente beinhaltet. Machen wir hier mal den Felsen. So. Eine insgesamt eher felsige Angelegenheit. So, dann können wir den Bereich hier nämlich auch nochmal bei Gelegenheit gestalten. Sehr schön. Dann haben wir da nämlich unsere Verbindung wiederhergestellt. Und können hier gerade mal gucken, wo haben wir denn hier noch weitere Bahnhöfe, dass wir die zumindest gerade mal anbinden. Vielleicht nicht zwingend in der endgültigen Form, aber halt zumindest mal machen wir den Eingang hierhin. Den Ausgang platzieren wir dort. Ich mache jetzt einfach mal einen relativ kurzen Eingang. Ohne da hoppla, 4 Meter brauchen wir. Jetzt konkreter zu werden, also das wäre, denke ich, nochmal eh wieder anders. Aber, ja. So haben wir halt einfach schon mal. Da haben wir gar keinen Weg. Okay. Aber hier. So, die Station. Eingang platzieren. Ausgang platzieren. Eingang mit Weg verbinden. So, und Ausgang mit Weg verbinden. So, hätten wir auch. Dann kommt kein Bahnhof mehr, ne? Genau, die haben wir. 4 Stück reichen auch, so, hier können wir auch noch ein bisschen. Hier würde ich auch gern halt so ein bisschen einen auf Hügel machen. Glätten, aufrauen. Genau so. Sehr schön. So, das ist dann auch so ein Felsen. Der halt schon dann, deswegen ist er auch dort. So. Dann können wir den Bereich hier nämlich auch gestalten. So, Natur. Hier können wir noch irgendwo einen schicken Baum hinmachen.
Nehmen wir da eine Birke oder eher eine Esche? Ah, so eine Plantane ist auch nicht schlecht. So. Sowas würde ich ja auch ganz gern einfach. Aber das ist zu groß. Eine Akazie. Aber die wächst nicht auf so steinigem Boden, oder? Da muss ich nochmal schauen, dass wir da drauf bauen. Da fährt die Loch. Hier können wir so ein bisschen Buschwerk hinmachen. Didum, didum. So. Ich mag die hier eigentlich schon ganz gern, hier diese Art Busch. War ja selber das Boden, das auch nicht verkehrt aus, ne? Ich weiß, dass ich die hier einfärben kann. Aber für mich müssen diese Art einfach wahrscheinlich von der Alpha-Phase her müssen die irgendwie einfach rot sein. Gelb sein. Machen wir da sowas? Oder lieber so eine Zypresse, ne? Sollte man, wenn dann schon richtig hinsetzen. So. Doch, das finde ich gar nicht so falsch. Hier dann noch ein paar Büsche. Oder machen wir erst nochmal die dahin. Aber nicht in grün. Rot war eigentlich gar nicht. Vielleicht, oder wir machen sie mal in einem dezenten Violett oder Pink. So. Die hier dann daneben. Und dann haben wir hier einen schönen schönen Bereich. Da unten können wir noch. Machen wir da Blumen oder eher sowas? Ich bin ja fast eher für sowas. Genau, so in der Art. Sehr schön. Was machen wir mit dem Hügel hier? Formschnitt? Nee.
wachsen lassen will ich ihn ja eigentlich nicht. Der passte gar nicht da rein. Frage ist, brauchen wir hier irgendwie noch so ein... Da sieht er nicht verkehrt aus. So. Da können wir auch noch ein bisschen Pflanzen davor setzen. Ich glaube auch wieder die hier. Oder machen wir da eher solche? Machen wir, glaube ich, solche hin. Wobei, da können wir auch so ein Stück freilassen. So. So, dann können wir da vielleicht noch ein paar hübsche Bänke hinmachen. Und ein passender Mülleimer da dazu. Sorry Mädel, aber ich muss es verschieben. Tut mir wirklich leid. Ging leider nicht anders. So, dann können wir den nämlich da dahin packen. So. Ist die Frage, müssen wir da überhaupt bloß was drauf machen oder können wir da einfach... So ein bisschen die Art hier. Die hier halt wieder wie üblich so ein bisschen vor sich hin wuchern. Aber nicht viel mehr machen. Doch, das ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung. So. Nein, nicht in grün, in weiß bitte. So. Doch, das gefällt mir ganz gut. Beleuchtung brauchen wir hier natürlich noch. Beleuchtung. So. Da könnten wir eigentlich schön die hier hin machen, oder? Die hatten wir ja oben beim Schloss auch. So. Doch, das passt ganz gut. Die können wir dann auch schön hier noch platzieren. So. Und dann denke ich, werden wir bald auch mal eine kurze Pause beim Märchenbereich machen. Und jetzt dann
Spätestens nächste Woche. Mit dem Spukbereich anfangen. Das mal passend zu Halloween. Das dann vielleicht auch fertig haben. Das wäre, denke ich, kein Fehler, oder? Was meint ihr? So, hier setzen wir noch Lampen. Ich setze die einfach mal. Kann sein, dass die dann nochmal wieder wegkommen. Oder die Chance ist sogar groß. So, da müssen wir noch ein bisschen drehen. Weil der Weg ja eine Kurve macht. Die ebenfalls. Und die ebenfalls. So. So sieht's besser aus. Und ich denke, so haben wir schon mal wieder einen ganz schicken Bereich geschaffen. Hintenrum können wir da noch mal was machen. Das schauen wir aber erstmal, was hier an Themenbereiche anschließt. Ob wir da irgendwo durch müssen. Eventuell müssen wir den Weg hier noch verlängern. Das schauen wir aber mal. Wie gesagt, erstmal sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn wir, ja, ich denke mal, das Shop machen wir hier vorne den Bereich noch ein bisschen weiter. Eventuell auf der anderen Seite, schauen wir mal. Und, starten dann nächste Woche zum 1. Oktober oder zum Oktober hin mit dem Gruselthema. Da, wer es gestern gesehen hat, gibt es in dem DLC wunderschöne Sachen. Da freue ich mich schon riesig drauf, die einsetzen zu können. Hoffe natürlich, dass euch das dann genauso viel Spaß macht wie mir. Und ja, sagt dann danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.